Edward Snowden hat sein erstes Fernsehinterview gegeben und das einem deutschen Sender. Ein ARD-Journalist hat lange daran gearbeitet, das lange vorbereitet und jetzt ist es soweit gekommen. Und Edward Snowden hatte uns auch was Neues zu sagen. Er hat nämlich mitgeteilt, dass die Datensammelwut der NSA nicht nur mit Terrorabwehr zu begründen ist, sondern dass es auch sehr eindeutig um Wirtschaftsspionage geht. Er hat dabei auch das Beispiel Siemens genannt. Jetzt fragt man sich, warum macht er das? Warum gibt er diese Informationen an einen deutschen Fernsehsender weiter und warum jetzt? Und die Antwort liegt vielleicht darin begründet, dass im Asyl sein vorläufiger Asylantrag in Moskau ausläuft und er ein dauerhaftes Asyl noch sucht, möglicherweise in Deutschland. Und dass Deutschland außerdem ein Ort ist, wo man großes Interesse an solchen Informationen hat, wo man eine gewisse Sensibilität hat und wo Snowden viele Unterstützer hat, vor allem in Berlin, in der Hauptstadt. Griet von Petersdorf hat sich nach diesen Snowden-Unterstützern umgesehen. Weit weg von meiner Berliner Kneipe lebt Edward Snowden in Russland im Exil. Doch viele seiner engsten Vertrauten leben jetzt hier in der deutschen Hauptstadt. Es sind ja auffallend viele Unterstützer von Edward Snowden nach Berlin gezogen. Berlin ist so eine Art Zufluchtsort für sie geworden. Was macht die Stadt für sie eigentlich so interessant? Um diese Frage zu beantworten, suche ich den Kontakt zur Internet-Community. Bei dieser Podiumsdiskussion ist Jacob Applebaum der Star. Der Computerspezialist aus den USA entwickelt Verschlüsselungssoftware. Er lebt nun in Berlin, weil er wegen seiner Arbeit mit Whistleblowern in den USA Ärger bekam. Fühlen Sie sich sicher hier, will ich wissen? Rechnen Sie nicht ständig mit jemandem vom US-Geheimdienst? Ich habe Leute vor meiner Wohnung gesehen, die aufgeschrieben haben, wer kommt und geht. Und dann haben Leute auch versucht, in mein Apartment einzudringen. Aber ich habe sie erwischt. Zumindest sind die Deutschen ziemlich empört darüber, dass so etwas passiert. Ich spüre, wie wichtig es ihm ist, dass jeder seine privaten Daten besser schützt. Das ist seine Mission, jetzt von Berlin aus. Wer sind die anderen Unterstützer von Edward Snowden in Berlin? Sie hier zum Beispiel, Sarah Harrison. Monatelang lebte sie mit Snowden im Transitbereich am Flughafen Moskau und unterstützte ihn. Oder Laura Poitras, Filmemacherin und ebenfalls Snowden-Vertraute. Alle verstecken sich hier in Berlin. Ich versuche Kontakt zu ihnen zu bekommen, auch über verschlüsselte Mails, doch es klappt nicht. Fühlen Sie sich tatsächlich so bedroht? Meine nächste Verabredung soll das klären. Zunächst aber sind wir am Brandenburger Tor und filmen die gut geschützte US-Botschaft. Auch von hier sollen die Amerikaner das Regierungsviertel überwacht haben. Plötzlich spricht uns ein Polizist an. Wir nehmen Sie ganz voll auf. Kannst du noch bitte die Presseausweise sehen? Wir können ja in sich im Sicherheitsbereich der amerikanischen Botschaft. Presseausweise zeigen auf einem öffentlichen Platz. Ich spüre Unbehagen. Mit ihr bin ich verabredet. Anke Domscheit-Berg kämpft seit langem gegen zu viel Überwachung. Die Kandidatin der Piratenpartei bei der Europawahl erzählt mir, wie die Unterstützer der Whistleblower hier im Exil ihr Leben organisieren. Es gibt ja einen relativ großen Unterstützerkreis hier in Berlin, habe ich den Eindruck. Stellen die auch Wohnungen zur Verfügung? Sorgen die für eine nötige Infrastruktur? Das Schwierigste ist eigentlich die Kontaktaufnahme, weil sie sich sehr viel auch noch verstecken und verstecken müssen. Das heißt, diejenigen, die helfen wollen, kommen gar nicht unbedingt dran. Ich kann im Detail aber nicht sagen, wer jetzt wem in welcher Weise geholfen hat. Ich bin aber sicher, es gibt da Unterstützung. Sie erinnert an die zahlreichen Demonstrationen für Snowden hier vor der US-Botschaft. Die Sympathie für ihn und seine Helfer scheint in Berlin besonders groß. Warum kommt ihr ausgerechnet nach Berlin? Na, Berlin ist ein ganz besonderer Ort für dieses Thema. Datenschutz spielt immer noch bei uns eine größere Rolle als in anderen Ländern. Das hat natürlich mit unserer unmittelbaren Geschichte zu tun. Wir wissen, was man mit Daten über Menschen machen kann, auch wenn die Daten vordergründig unschuldig aussehen. Die Deutschen sensibler bei diesem Thema als anderswo? Ist Berlin deshalb so attraktiv für die Unterstützer der Whistleblower? Noch einmal besuche ich eine Veranstaltung, auf der gegen die umfassende Überwachung durch Geheimdienste protestiert wird. Dort treffe ich den deutschen Politiker, der sich am entschiedensten für Whistleblower einsetzt, Hans-Christian Ströbele von Bündnis 90 Die Grünen. Sein Besuch bei Snowden Ende Oktober in Moskau war ein echter Überraschungscoup. Ströbele möchte Berlin jetzt sogar zu einem internationalen Zentrum für Whistleblower machen, erzählt er mir.
Ich denke auch, dass die Szene, die sich hier in Berlin inzwischen gebildet hat, dass sie sich auch gegenseitig befruchtet, bestärkt und auch stärkt. Sind Sie sich sicher, dass Sie es irgendwann schaffen, dass Edward Snowden hier ganz gemütlich durch Kreuzberg wandern wird und einen Latte Macchiato trinkt? Ich stelle mir das auch manchmal vor, dass ich ihm auf der Oranienstraße vielleicht begegnen kann. Nein, wir arbeiten dran und die Chancen stehen nicht besonders gut. Asyl für Snowden in Deutschland. Ströbeles Traum liegt in weiter Ferne. Doch die Snowden-Unterstützer sind längst hier. Und ich weiß jetzt warum. Wegen der sensibleren Öffentlichkeit in Deutschland und der lebendigen Internet-Community in Berlin.